Ja, liebe Freunde, liebe Leute, seid mir gegrüßt. Ich möchte mich heute mal an etwas Neuem probieren, und zwar ein Gameplay, ein Let's Play, wie auch immer man das nennen mag. Wir sind hier bei den Sims 3, bei dem Erweiterungspack Late Night, und da kann man sehr viele schöne Dinge machen. Ihr seht die Stadt im Hintergrund, wie sie lädt, wie sie keucht, wie sie fleucht. Ich bin selbst Musiker und Schriftsteller, und insofern möchte ich natürlich einen Künstler entsprechend gestalten. Einen Rockstar, der hier den Weg des Ruhmes beschreiten soll auf den Spuren der Großen und Giganten im Rockbusiness, wo auch immer. Und ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an, indem wir jetzt hier in Bridgeport uns aufmachen und versuchen, die Spitze des Rockgigantentums zu erklimmen. Ich werde einen Rocker machen, wie sich das gehört für so eine richtige Rockveranstaltung, und werde erstmal nur einen machen. Da kommen im Verlauf des Plays, denke ich mal, noch ein paar dazu. Ich weiß noch nicht genau, wie es im Weiteren einzeln laufen wird, aber jetzt machen wir erstmal diesen Rocker und werden dem mit ein paar netten, guten Potenzial ausstatten, wo man halt schaut, was daraus wird. Gleich von vornherein, Money Cheats werde ich bei diesem Spiel nicht verwenden. Der Junge wird ausreichend Talent zu kriegen, um sich das Geld selber zu verdienen. Das ist das Schöne bei den Sims 3. Da lässt sich mit Musik, mit Kunst, mit Literatur relativ gutes Geld verdienen, was im wahren Leben ja leider nicht ganz so der Fall ist. Aber ja nun, dadurch kein Money Cheats. Ich werde, denke ich mal, im späteren die normalen Cheats verwenden, weil dieses auf die Klogerenne, Duschscheiße und so habe ich nicht so wirklich den Bock. Das kann man ein, zwei, dreimal machen, dann sollte man das aber irgendwie abstellen, denn das ist nervig. Gut, das Ganze lädt hier leider ein bisschen lange, wie ihr seht, aber in der Zeit quatsche ich. Gut, wir werden auf jeden Fall versuchen, erstmal nur ohne Job klarzukommen. Das bedeutet, du musst natürlich ein bisschen aufs Geld achten. Allerdings die musikalischen Fähigkeiten, dadurch, dass wir entsprechend einen Virtuosen kreieren, werden relativ schnell entwickelt sein. Auch die künstlerischen Fähigkeiten, weswegen man dann auch relativ gut und schnelles Geld machen kann. Wie gesagt, anders als im wahren Leben, aber hier ist es möglich. Und infolgedessen gucken wir uns das mal an. So, dann schauen wir mal. Jetzt machen wir hier ein bisschen voran. Ja, sieht ja schon besser aus. Bingo! Hier kommen wir in das wunderschöne Bridgeport. Eine große Kleinstadt, eine kleine Großstadt, wie auch immer. Eine wunderschöne Brücke, die mich ein bisschen an die Brooklyn-Bridge erinnert. Soll wahrscheinlich die Golden Gate sein, ich kann es nicht genau sagen. Hier leben die Stars und Sternchen. Hier kräuchen sie, hier fleuchen sie. Und ein schönes Stadion gibt es auch. Okay. Rock'n'Roll im Heli über die Stadt. Ja, das sieht doch mal super aus. Okay. Also, hier sind wir erstmal angelangt, und in der Folge werde ich jetzt hier mal auf ein Sim erstellen gehen. Und ja, wie gesagt, Musiker, Künstler soll er werden, und dann soll er halt auf jeden Fall versuchen, den Weg ganz nach oben zu bestreiten. Er soll natürlich auch in einer Band spielen, ein richtiger Rocker muss in der Band sein. Gut, du siehst eher aus wie ein Beach Boy, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, gucken wir uns erstmal hier die Matte an. Was so ein richtiger Rocker ist, ne, in meiner Zeit, der braucht auf jeden Fall lange Matte. So, nicht die gelbe verrauchte Scheiße, sondern so sieht das ganz gut aus. So, frisurentechnisch schon mal gar nicht so verkehrt. Augenbrauen, ja, da liegen die Ladies ja Wert drauf. Ja, komme ich drauf klar. So, Rock'n'Roll. Hier, barttechnisch müssen wir das leider ein bisschen schwarz machen, sonst fällt das nur als verwischte Scheinschweinerei auf. So, gehen wir mal hier so mit einer schönen Künstlermakulatur am Kinn. Das sieht doch hervorragend aus. Okay, ja, Brustbehaarung brauchen wir erstmal nicht. Insofern würde ich sagen, gucken wir uns das Gesicht ein wenig näher an. Zabupp. Okay. Ja, diese Standardgesichter sind schon gar nicht so schlecht. Wir gucken da mal.
Kopfbreite ein bisschen schmaler. So, okay. Gesichtsprofil, das ist immer ganz wichtig. Wupp, wupp. Ja, finde ich schon okay. Gesichtshöhe, das ist auch noch ganz gut. Zack. Das ist jetzt sehr hoch. Ja, okay, müssen wir noch mal ganz kurz hier gucken. Kieferform. Okay, das gucken wir uns besser im Profil an. Kieferform. So. Kinnhöhe. Ah, okay. So. Ja, ich finde, so sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Was gibt's hier noch? Kiefertiefe. Was? Kieferhöhe. Okay. Kiefertiefe. Ah, okay. Da gibt's ein Pferdegebiss oder normal. Bla bla. Okay, ja. So. Ja, ich finde, damit kann man leben. Was haben wir hier noch? Wangenknochen, Wangenhöhe. Okay. Okay, Wangenknochen. Ja, Musiker werden ihn kennen, den guten Mr. Steve Vai. Der steht ja auch für sehr eingefallene Wangenknochen, aber wir wollen keinen Steve Vai kopieren. Die Nasolabialfalte. Ja. Komm, die deuten wir ganz leicht mal an. Ist ja noch ein junger Hüpfer. Okay. Ich glaube, die Nasenhöhe gefällt mir noch nicht ganz. Die Nase gefällt mir so. Die müssen wir sogar mal. Okay, zack, Rock'n'Roll hier. Nase, Standardnase. Naseschweinchen dick. Didelit, didelit. Ja, die ist doch ganz nett. Die gucken wir uns auch nochmal genauer an. Nasenhöhe, das ist wichtig. So, ein bisschen tiefer. Okay. Breite finde ich eigentlich ganz okay. Nasenlänge. Ja, wie die Nase eines Mannes, so sein Johannes. Insofern soll er das schon ein bisschen was haben. Ist okay. Ist ja kein Schönheitswettbewerb hier. Ist eine Rock'n'Roll-Veranstaltung. Okay, nehmen wir uns den Mund vor. Ah, es ist dann doch ein bisschen wurstig, können wir uns aber im Einzelnen angucken. Mundbreite, ein bisschen, ja, so sieht das gut aus. Mundhöhe, ja, okay, Mundtiefe sieht man, glaube ich, mehr von der Seite. Okay, was gibt es da noch? Munddefinierung, das ist, glaube ich, das, okay. Das ist hier so ein bisschen das, naja, okay. Gut, kann man erstmal so lassen. Mundwinkel. Ist zwar ein Rogger, aber naja. Okay, das ist die Mundtiefe. Das sieht man besser im Profil. So ist das, denke ich mal, schon ganz in Ordnung. Okay. So, Details, bla bla bla, kriegt er nicht. Schminke, was so ein richtigen Rocker ist, der braucht ja Rouge auf keinen Fall, Lippenstift auch nicht. So ein bisschen eine Alice Cooper Veranstaltung hier, ein bisschen Kajal, ja, finde ich, ist in Ordnung. So, ach ja, die Augen haben wir noch gar nicht gemacht, wobei ich die ganz gut finde, aber die Augenhöhe ich doch ein bisschen tiefer haben. Okay, so, was so ein richtiger Rocker ist, der braucht ja man auch ein Tattoo, ne? So, auch ein Rücken kann entzücken, da brauchen wir nichts. Das ist von der Matte komplett verhänget und verhanget. Wir nehmen gleich mal hier den Arm. So, was haben wir hier? Schulter, Bizeps. Auf dem Bizeps klatschen wir immer so einen fürchterlich schreienden Drachen. Okay, ihr seht, meine Auswahl ist nicht ganz so gut hier bei den Tattoos. Ich habe aber nur das normale Spiel, diese Lendenhard-Erweiterung und diese Luxus-Accessoires der Gitarren wegen, das zeige ich euch aber gleich alles noch. Gut, Schulter,
Ja, so ein Drachen ist so eine ganz nette Sache. Gibt's auch farblich ein bisschen? Nee. Boah, schwarz-weiß kann man aber machen. Transparenter soll das ein bisschen sein. Ein bisschen größer. Ja, Rock'n'Roll, dann noch ein bisschen mehr Transparenz. Nee, in Schwarz finde ich das schon ganz okay. So, Rock'n'Roll, die andere Flosse, rechte Seite, da kriegt er auf dem hier so eine abgeschmackte Sonne. Ja, ist auch ganz lustig. Zack, transparent, volle Suppe. Größe auch volle Suppe, okay. Und da unten drunter machen wir ihm nochmal so ein. Ja, das sieht doch gut aus. Auch ein bisschen transparenter. Nicht kleckern, klotzen, wir sind Rock'n'Roller. Okay. So, das wäre es dann, glaube ich, erstmal zu den körperlichen Äußerlichkeiten. Brust, ne, Quatsch, lassen wir erstmal. Okay, finde ich okay. Dann gucken wir uns jetzt mal ein paar Klamotten für den guten Jungen an. Soll ja auch ein richtiger Rock'n'Roller sein, insofern. Ja, wie gesagt, kein Hobbygolfer, sondern Rock'n'Roll ist das Stichwort. Okay. Okay. Ja, finde ich schon ganz nett. Allerdings, da gehen wir mal so ein bisschen. Ja, es soll doch poppig sein. Jawohl, ja, das poppt auf jeden Fall. Cool. Also wir sind jetzt bei der Alterskleidung. So, nehmen wir hier mal hosentechnisch. Ja, richtig schön zerfetzt. Eine zerfetzte Hose. Vermutlich vom Designer, wir wissen es nicht. Finde ich, kann man gut mit leben, kann man gut mit klarkommen. Dann braucht er jetzt natürlich noch ein paar Schuhe. Was so ein richtiger Rogge ist, der braucht natürlich ein paar nette